Hallo ihr lieben Kreativen. Heute gibt es ein Päckel von der lieben Rike. Und dann wollen wir mal reingucken. Ja, und ich bin wieder die Assistentin. Meine kleine Assistentin macht auf. Und ich kann es ja schon mal einfach aufschieben. Oh, ich sehe was. Ziehe ich das mal zum Rüber. Ja. Und reicht dir denn halt alles genau raus. Genau, so machen wir das. Moment. Oh, ja. Oh, hier haben wir erstmal einen Brief. Ja. Bitteschön. Oh. Hallo, liebe Christine. Ich hoffe, dir gefällt das Paket. Gut. Und ich hoffe auch, dass Gabriele ihr Fotohalter gefällt. Vielleicht habt ihr ja mal Lust, die ganzen Tees zu probieren. Also Glück und Gelassenheit und türkischer Apfel kann ich nur empfehlen. Viel Spaß beim Auspacken. Ganz liebe Grüße, Rike. Na, dann wollen wir mal gucken. Ja, hier habe ich auch schon den Tee gefunden. Und der Notizzettel hat, der wird mir bestimmt gefallen, Rike. Also, was haben wir hier? Naturtee. Rotbuschtee. Ich lege das mal hier so ab, ne? Ja. Ich bin ja mehr der Kaffeetrinker, aber man kann ja alles ausprobieren. Genau, wir probieren das mal aus. Oase der Energie. Sieht man das alles? Das kann man gut erkennen, guck mal, ja. Guck mal, hier ist der Teufel. Und den kann man ja auch noch verwenden, wenn der Tee leer ist. Ne? Glück und Gelassenheit. Aber man kann aus Teebeutelchen auch was machen. Apfel, genau. Und sogar aus Teebeutelchen können wir was machen. Könnte man, ja. Ja, selbstverständlich. So, dann reich ich dir denn mal alles so nachher ja, raus, dann ne? Gib mal was her. Wie ist damit? Guck mal an hier. Oh, schönes Filzstöffchen. Wollen wir aufmachen. Sieht ja gut aus. Schöne Farbe, schön, ne? Ja. Schwarz-Weiß ist auch immer schön. Assistent, mal den Fussel dem hier. Das Papier. Ja. Oh, ja, guck mal hier. Das Rosa ist hübsch. Und der Assistent, schön was draus machen. Kannst du immer schon mal das ein bisschen dekorieren, bitteschön. Ja, du kannst ein bisschen mehr eins nacheinander geben. Ja, roll doch vielleicht ein bisschen auf. Nee, grau ist auch so schön. Ach, dann legst du ein bisschen zusammen. Genau. Grau ist auch schön. Ja, und weiß für die Augen kann man gut nehmen. Grün, oh, Blätter. Siehst du, Blätter kann man auch machen. Mhm. Und schwarz fürs Augeninnere. Fürs Augeninnere. Für die Pupille. Oh ja, schön. Vielen Dank. Sehr schön. Kann ich gut verwenden. So, kann man das so sehen? Ja, prima. Ich werde das mal immer austauschen. Ja, hell ist immer gut. So. Genau. Schön. So, dann. Sehr schön. Gibt es noch was Feines? Na, dann zeig mal her. So, was ist so? Oh, guck mal an. Wolle. Oh, gelb finde ich ja schön. Mm. Oh, prima. Die noch. Einmal eine andere Stärke. Und ein bisschen Weinrot. Pflaume könnte es auch sein. Aber die passen wunderbar zusammen. Ja, gefallen auch. Sehr schön. Und dann auch zwei verschiedene Stärken. Guck mal hier, ein bisschen dünner. Und das ein bisschen dicker. Das sieht toll aus. Vielen Dank. Sehr schön. Kleinen. Haben wir hier noch Bommelchen? Ja, Servietten sind auch schön. Kleine Törtchen oder mehr große Törtchen. Und kleine, wie heißen die? Zeig mal. Die kleinen Pop-Dinger hier? Cake-Pops. Cake-Pops. Pop-Dinger. Pop-Dinger. Die Pop-Dinger. Ja, schön. Prima. Dann haben wir. Noch etwas schön. Oh, Eulen. Na, aber tatsächlich. Ist noch süße niedlich, ne? Eulen, ja. Gott, die Farben sind auch schön. Ja, hier, guck mal, der Kleine hier. Süß. Oh, das ist der kleine Teufel hier. Zeig mal. Das ist der böse Bruder. Ach, Quatsch. Der böse Bruder. Das ist der böse Bruder. Nee, sehr hübsch. Toll. So. Ganz prima. Dann haben wir was Rosiges. Oh. Guck mal an hier. Hübsch. Hier, guck mal an hier. Guck mal an hier, du. Schaut euch das doch mal an. Ja, schöne Rosen aus Papier mache ich gerne. Dann kann man es auch noch ein bisschen verfeinern. Wenn man ein bisschen Farbe hat, kann man auch was ranmachen. Und Stempelkissen könntest du dir auch einfärben. Ja, ne? Klein wenig. Oder mit Tusche, mit Aussehtusche geht das auch schön. Mit dem Wassertankpinsel? Nee, ja, muss man, doch, ja, doch. Kann man auch? Kann alles. Aha. Dann kann ich ja wieder schön auswaschen. Ja, und dann haben wir hier noch ein bisschen Garn. Oh, ja. Ja, passend. Für uns beide. So wie die Wolle, so auch das genau, Garn. Das sehr schön. Toll. Na aber, danke. Sehr, sehr schön. So. So, das selbstgemachte tue ich mal beiseite. Ja. Oh, hier gibt es noch ein bisschen. Oh, zeig mal. Oh, Blätter. Ja, die sind schick. Die gefallen mir ja. Sowas mache ich ja gerne. Ja, die sind natürlich cool. Ja. Toll.
Mensch. Ja, streu mal ein bisschen was raus. Hier ist schon winterlich. Ja. Draußen ist ja schon winterlich. Oh ja, schicki. So. Ich muss noch eins angucken, genau. Ja, kannst du mal in die Kamera. Guck mal, das ist so ein bisschen geprägt. Ja. Ja, das ist schön. Dann haben wir. Toll. Noch Stoff. Ich hole mal den Stoff raus. Ja, ne? Mach mal, hol mal Stoff raus. Stoffi, Stoffi. Oh, ich sehe schon viele Stoffe. Schön. Mann. Dann haben wir hier, da steht noch eine kleine Nachricht drauf. Ja, lies mal vor. Das sind so Proben von Bettwäsche. Ach so, ja, ich das ist so schön. Ich habe da so viel von, weil der Freund meiner Mutter arbeitet mit Textilien. Ach, der arbeitet mit Textilien. Schön. Ja. Machen wir mal ab, die Nachricht. Dann kannst du mal den Stoff hier reinhalten. Ja. Hier sind Nee, das ist eins. Zwei. Das muss von einer Seite, ne? Ach so, das sind mehrere Muster. Da mussten wir auseinander. Ja. Guck mal hier, ja, das sieht schön aus. Soll ich dir helfen? Warte mal, mach mal so. Aufschlagen. Ja. So, hier, hier kann man oben. Ja ein bisschen. Hier ist ja, noch sowas zu sehen. Genau. So ein bisschen angeraut. Schön. Naja, da lässt sich alle Hand immer drauf zaubern. Ja, nimm mal was Schönes drauf. Mach ich, mach ich. Selbstverständlich. Sieht man das hier oben noch? Nee, da sieht man nichts mehr. Dann tun wir das mal hier so hin. So, ne? Ja, genau, da passt es gut hin. So, dann haben wir hier noch was kariertes Blau-Weißes. Oh ja, auch nicht schlecht. Kleines Geschirrhandtuch, nee. Aber könnte man was für die Küche draus machen, ne? Ja, ja das oder ist was schön. Bayerisches, ne? Naja, naja. Ja, schwarz, sag ich schon. Ja, Blau-Weiß ist doch bayerisch. Aber wir sind doch hier im tiefsten Norden, ja. Weißt du. Ja, zum Oktoberfest oder so nächstes Jahr. Ja, dann vielleicht. So, mal schauen. Ja, oh ja, ist auch hübsch. Mhm. Ja. Wenn man das mal runter, dann kann man das Ganze gar nicht so gut erkennen. Ja, schön. Ja, guck mal, hier ist es auch der ja. Warte mal. Halt mal kurz. Ja. Auf der anderen Seite sieht es so aus. Da ist ja. Eine ganz große Hose drauf. Mhm. Hätte ich nichts wieder zusammen. Ja, schön. Und dann haben wir hier noch was Bräunliches. Ach so, ja. Auch so eine einfarbige Sachen sind auch nicht schlecht. Ja. Ja. Ist auch ganz schön. Noch einmal zusammen. Nichts mal rüber. Nimm mal das nochmal. Roll das mal so zusammen. Nee, so, das hast du doch schon gemacht gerade. Nee, das war nicht richtig zusammengerollt. So. Nee, mach das mal ordentlich. Es ist ordentlich. Ja, wenn du sagst. So. Sehr schön. Und dann haben wir hier. So ein bisschen vorholen hier. So schön. Oh Gott. Auch wieder was Selbstgemachtes. Oh. Das legen wir auch wieder beiseite. Das legen wir einfach beiseite, ja. Oh, dann genau. Haben wir hier noch eine große Tüte. Mit ganz viel Perlen. Ich weiß, meine kleinen Ja, Kinder mach mal. Kann man jetzt leider nicht rausnehmen. Oder am besten machen wir das anders. Wir machen das anders. Anders geht auch. Gib doch mal das da, das ist auch schön da. Salit. Ach, das hier. Ja. Und das hier. Oder das hier. Ja, das hier. Oh ja, Spitze finde ich schick. Mm. Ja, guck mal hier. Das sieht toll aus. Wunderhübsch. Wow. Selbstklebt, ne? Ja, ja, sehr schön. Das ist sehr schön. Ja, sehr schön. Doch, sehr hübsch. Dann haben wir hier noch... Sehr schön. Vielen Dank. Einen kleinen süßen Stempel. Oh, der ist ja niedlich. Kleines Bärchen. Oh, süß. Da freue ich mich. Stempel finde ich schön. Vielen Dank, liebe Rike. Toll. Der ist süß, ne? Ja. Guck dir an, den kleinen. Dann machen wir noch eine Weihnachtsmütze auf, dieses Jahr. Ja, kannst du ihn ja aufstempeln, denn ja, wenn kannst Stempel auch auf hat, Stoff. Kann man das zusammensetzen. Oder du machst ihn auf Stoff an. Oder so, ja, ne? Das ist natürlich genau. So mit einem kleinen Glöckchen noch dran. Ja, genau. Guck mal hier, dann kann man hier die Perlen. Oh ja, die sind auch niedlich. Deine Rokalle sind ja, die sind hübsch. Guck an, sehr schön. Klick den mal hier rauf, ja, hier kann man sie auch sehen. Ja, genau, mach mal. Hier so ein bisschen mit braunen Teutönen. Teun? In den Teunen, in den wunderschönen Braunteunen. Das ist doch orange. Naja, ist mir Ocker oder was? Naja. Was ist das? Zitronengelb oder was meinst ja, du? Limonengelb. Ach, ja, Limonengelb ist das. Ach, Limonengelb, entschuldige. Hier sind noch ein paar Limonengelb. Mehr. Eine bunte Mischung? Eine bunte Mischung. Ach, die sind auch schön. Ja, sehr schön. Ja, man kann alles gut verwenden. Glitzer, Glitzer. Schön. Toll. Und dann haben wir hier noch etwas. Sieht ja gut aus. Erdbeermomente. Oh, Menscheskinder. Riech mal dran. Riecht es gut? Mal gucken. Ah, ja,
lecker. Sehr schön. Danke. Schönes Duschbad. Wow. Prima. Und dann haben wir hier noch ein kleines Pflänzchen pflanzen, einen kleinen Übertopf. Oh, zeig her. Mann, das ist ja niedlich. Da können wir einen kleinen Wurm rauskommen lassen. Ja, oder eine kleine Blume, ne? Ja. Oder ein Maulwurf. Der ist süß. Ja, Maulwurf kannst du auch noch rauskommen. Ja, den kann ich auch noch kommen lassen. Das ist niedlich. Vielen Dank. Das gefällt mir. Das ist schick. Aus Fimo reinmachen. Ja. Du kannst auch noch einen Tippzettel. Ja, so ein kleines Teilchen finde ich ja süß. Finde ich auch niedlich. Ja. Das ist eine schöne Idee gewesen von dir. Toll. Und dann gibt es hier noch eine kleine Packung Charms. Oh, Charms. Auf die Handschützen. Ja, zeig mal her. Moment. Aber von einer in die andere. Moment. Oh, schön, so. Schön. Oh, hier ein kleiner Brief. Oh, schick. Schön scharf werden lassen. Ja, schön scharf. Lass die Schafe doch scharf werden. So. Ja, auch hübsch. Kleiner Cupcake. Und noch eine Hand. Und ein Eiffelturm. Und ein Löffelchen. Oh, warte, ich muss erstmal abschmeißen. Das legst du dir dann so auf deine Handfläche rauf. Ja. Verteil die mal ein bisschen. Verteil mal ein bisschen. Oh, der Baum ist auch hübsch. Ach, hier ist auch noch einer, den finde ich auch süß. Ja. Und noch ein paar mehr Eiffeltürmchen. Und kleine Löffelchen, die sind sehr süß. Und ein Schlüssel noch. Cupcakes. Schön. Oh, guck mal, kleine Flügel, ja. Flügel, kleine Mini-Flügelchen. Schlüssel. Und die Anker sind auch hübsch. Ja, die passen ja zu dir, ne? Die mag ich gerne. Ja, die schöne süß, Sachen. Die kleinen Charms. Ja, wunderhübsch. Hast du prima ausgesucht. Gefallen mir sehr gut. Toll. Lieben Dank. So, und dann sehe ich hier noch jede Menge Papier. Oh! So Motivpapier und so. Hier, das nehme ich jetzt mal raus. Und dann schauen wir uns, wo das selbst gemacht hat. Jawohl. Das passt jetzt alles nicht mehr dahin, aber wir können es ja einzeln rein. Genau, wir halten es rein, dann legst du es wieder zurück. Du kannst das nochmal hier so auffächern, die sind alle fast gleich groß. Also ich gebe dir mal das hier. Ja, gib mal rüber. Oh, ja, schick. Oh, guck mal ganz hier. Schöne Papiere mit Glitzer drauf. Oh, ne? Toll. Rosenmotive mag ich gerne. Ja, sehr schön. Oh, das ist auch eine schöne Farbe. Sehr schöne Farbe. Das glitzert dann auch so. Toll. Oh, gucke an, kleine Muffin. Oder sind es Cupcakes? Ich sehe das doch nicht. Naja, aber das wäre Cupcakes. Muffin ist ja auch so. Ja, ein Muffin hat keine Haube. Ach, da gibt es keine Sahne, das ist oder was? Das ist Unterschied, ja. Das ist der Unterschied dazwischen, oder nicht? Naja, ob es auch schmeckt. Ich habe noch keinen gegessen. Yes. Ich habe noch keine herzhafte Sachen. Ach so, oder nein. Chips oder sowas. Das mag ich alles, deswegen habe ich auch so eine Figur. Ach, so. Jetzt kommt noch ein Party war eben. Hast du gar nicht doch, kommentiert? Ja, klar, Party. Ich war schon wieder beim Essen. Es geht wieder los. Ja, das ist nicht gut. So, jetzt haben wir noch ein paar Blümchen, die sind auch schön. Zeig mal. Ja. Zeig mal. Jetzt ja. Kommen Punkte, die mag ich. Auch deine Farben, ne? Ja, toll. Und auch das ist sehr hübsch hier mit den Borden. Das sieht wirklich gut aus. Toll. Ein bisschen Glitzer-Kariert. Ja, bitte. Kariertes Glitzer. Papier. Lass mich doch ausreden, Kind. Papier. Schön. Und dann hier noch einmal Blumen. Oh ja, das ist ja cool. Das schützt ja hier. Die hast du sehr schön ausgewählt. Die gefallen mir ganz, ganz toll. Ganz toll gefällt dir das immer. Das gefällt mir ganz toll. Sehr gut gefällt uns das. Kann man das sehen? Ja, ein bisschen kann man sehen. Kann man das noch sehen? Nicht lüften? Ein wenig. Dann lass uns das mal ein Stück weiter runter. Ja, machen wir. Der Tee ist ja jetzt nicht mehr so wichtig, das ist das Papier wichtiger zum Angucken. Auf alle Fälle. So, dann haben wir hier noch einmal tolles Papier. Hier ist sowas, das scheint mir selbstgemachtes Papier zu sein. Wow. Ja, das sieht aus wie geprägt und geschöpft. Das ist ja schön hier. Mann. Da haben wir euch mal was Schönes für ausdenken. Das sieht gut aus. Kann man Vintage-Sachen machen. Ja, da überlegen wir. Ein bisschen auf alt ist. Mal gucken, was wir daraus machen. Sieht toll aus. Prima, danke. Oh, auch hier, das ist sehr hübsch. Guck mal an hier. So glitzernd alles. Das gefällt mir. Schön. Danke sehr. Oh, und das, ja gerne. Ich
Ich wollte es doch ablegen. Ja. Ich bin doch der Ableger. Gut, das ist auch hübsch hier. Das ist immer was ganz Besonderes. Kannst du sehen? Sollen wir vielleicht Blumen Kann man das sehen? Kann man das noch sehen? Vielleicht. Jetzt erstmal sowieso nicht. Jetzt habe ich ja was, halt ja was ja, vor. Später, vielleicht später kann man es vielleicht sehen. Ah, das ist auch hübsch. Ja, das ist auch hier. Guck mal, das hat so kleine Blümchen. Sieht auch so aus wie, wie eine Borte. Alles so ein bisschen nebeneinander angeordnet. Schön. Mhm. Das auch. Also, wunderschöne Papiere. Bin ja ganz begeistert. Toll. Und das, zeig mal. Ja, gerne. Oh ja, ist auch cool. Ja, schick. Glitzert auch so schön. Mhm. Kann man das jetzt sehen? Ja, die kann man sehen noch. Gut. So, dann haben wir hier noch so, so Retro-Papier, die man so schön ansengen, wenn sie das so auf Ausbildung ja. kann. So oh Gott, Papier gehen gekommen, schon wieder. Ach ja, das ist so ein bisschen wie, schimpft sich das denn schnell? Los? Ja, so ähnlich. Naja, so jetzt Bütten, ist. Bütten, jetzt bin ich. Jetzt Büttenpapier? Ja, so wie Bütten. Genau. Was das ist so ein bisschen. Papier? Ein klein wenig geprägt ist es hier Aha. so ein bisschen. Also eine rauere Oberfläche. Von Handbütten, ja. Oder auch nicht. Ich weiß nicht genau. Ja, ich weiß auch nicht. Genau, weil. So, dann haben wir was. Oh, Transparentpapier. Transparentpapier ist auch schön. Milchpapier. Transparentpapier. Milchpapier. Butterbrotpapier. Ne, könnte es auch sein. Ja. Nein, dann ist ein schönes Transparenzpapier. Der, sehr schön. Hier haben wir noch immer Pappe. Also so ein Oh, ja. Das kann man auch gut gebrauchen. Ist auch nicht schlecht. Schön. Und einmal rotes. Oh, ja. Rot mag ich auch ganz gerne. Zu Weihnachten passt das ja prima. Auch ein bisschen fester, ne? Toll, Kaffee. Ja. Dann haben wir hier noch. Hier. Oh, ich sehe schon was. Ein kommt der Sternenhimmel. Oh, ich kann nicht singen. Ne? Du solltest es mal lieber sein lassen. Ja, oh, auch. Guck mal hier. Aber dann mache ich eine Piepsstimme draus. Ja, genau. Machen wir nochmal. Ja, der Sternenhimmel. Oh, der Himmel. Ah, das gefällt mir auch. Ist hübsch. Sehr schön. Hast du ganz toll ausgesucht. Prima. Dann haben wir hier noch. Ich wollte sagen, danke, sag doch einmal. Dann haben wir noch. Ja, danke kann ich auch sagen. Ja. Hier haben wir mal Orange. Oh ja, sehr schön. Sind auch tolle, und gelbes Papier. Tolle Farben. Prima. Dann haben wir hier noch einmal ein milchiges Papier mit Fröschen. Oh, die sind ja die Frösche, sind das? Ach nee. Ich habe das nur kurz gesehen. Das sind komische Gnome. Das sind so kleine. Ja, so die sind ja cool. Ja, die fetzen. Die haben ja so was. Kleine Zwerge. Die Zwerge sind es auch nicht. Die Weihnachtsgnomen. Trolle sind das. Gnome. Genau. Gnomentrolle. Die kleinen Trolle. Guck sie dir an. Guck mal, hier haben wir noch ein bisschen mehr. Die machen nur Blödsinn. Guck dir das an. Wir haben noch ein bisschen mehr oder Haar. Ja. Mehr. Oh, hier ist noch mehr. Mit zwei E. Mensch. Ich sag doch ohne Haar. Na, ich weiß, dass du es gesagt hast. Ja, sehr schön. Haben toll. Die sehen nach Upsala. So ein schönes oh. Papier mit Rosen. Auf der anderen Seite ist auch noch was drauf. Oh, auch schick, ja. Aber wenden bitte. Oh, toll. Ja, sieht ganz toll aus. Finde ich auch sehr schön. Sehr schön, ja. Schick. Vielen Dank. Wow. Und dann haben Vielen wir Dank. So eine kleine Ausstanze. Ausstanzung, die man so raustrennen kann. Ja. Oh, ja. Mit kleinen Engelchen drauf. Ja, die sind hübsch. Ne? Na, ich habe hier noch eins. Was heißt die Version in Blau und hier ist noch mal was in Pink. Also rosa. Oh, auch sehr schön. Oh, mit Nähmaschine. Guck dir das an. Und eine Gießkanne mache ich auch gerne. Oh, schick. Und ein Telefon noch. Ja. Oh, das ist toll. Ja, und dann hübsche Motive. Dann auch noch Kaffeetassen. Bei mir sind es ja Kaffeetassen, keine Teetassen, ne? Schön. Toll. Dankeschön. Also wirklich ganz schick. So. Also wirklich schön ausgesucht. Dann sind wir schon beim Selbstgemachten. Oh, da freue ich mich. Und du hattest dir ja was gewünscht. Ja. Das waren Scrapbook-Seiten, ne? Genau, 20x20. 20x20 und so ja. sieht die erste aus. Schön oh. heftig, auch beidseitig oh, ja. gestaltet. Oh, hübsch. Dann mit dem Blatt hier und dem Blatt noch, doch. Und es glitzert auch so schön. Ja. Hübsches Papier, sehr schön. Oh, mal gucken, war eine Seite. Oh, auch schick. Der Borte hier, toll. Oh, noch ein kleines Tag drin. Oh, Liebe, Liebe, Liebe. Mm. Ein Love Tag. Ein Liebe Tag. Ein kleiner Tag Tag. So, jetzt mach weiter. Tag Tag. Ein kleiner Anker noch. Guck mal hier. Schön. Und dann haben wir dieses noch. Toll. So gestreift. Oh ja. Und auch so ein
Aufklappmechanismus, wie ich das sehe, davon. Ah, oh, mit Klettverschluss. Ja, das ist schön. Hm. Hier, supi. Klappert, da kann man ja, was da kann man was reinmachen. Sprüche, dann natürlich. Wenn es Sprüche werden. Und auf der anderen Seite sieht es so aus. Auch schön. Oh, ja. Mit Schrift aus dem Buch. Ach ja, sehr schön. Ja, gefällt mir. Sehr schön. Hast toll gemacht. Prima. Mir gefällt das auch. Ja, sehr schön. Lieben Dank. Schick, schick, schick. So, alles dann schicki. Kommen wir jetzt zu. Oh, ich sehe schon was. Gemacht. Musik, Musik. Oh, eine kleine Single. Oh, als Schale. Ist das süß, ja, ne? Fetzig. Wow, Mensch. Da bin ich ja begeistert. Du hast dir Mühe gegeben. Noch was herzurichten. Hinzurichten. Nein. Zu basteln. Zu biegen. Zu formen. Schön. Oh, hier ganz bin ich schick. Was. Oh, klingelingelingeling. Jetzt kommt der Eiermann. Oh, zeig mal, was drin ist. Wow. Hey. Meine kleinen Füchschen. Oh, wie süß. Das kleine Fuchsbaby und Mutti mit Schleifchen. Mutti und Vati, das guckt ja euch süß. Das an. Niedlich. Die sind voll knuffig, die drei. Ja, guckt an, so die süßen. Und dann Glocke noch, läutet noch. Mittagessen. Miracoli-Tag. Heute gibt Miracoli ist fertig, was für Schleichwerbung. Nee, ich mach Spaß. Das geht auch natürlich, ja. Fängt mal her. Oh ja, die sind ja süß. Guck mal, dann machen wir das auf. Oh. Ach Gott, sind die niedlich. Eine Kleinigkeit in einer kleinen Box. Schauen wir mal rein. Oh. Was ist denn hier Schönes drin? Ein Röschen an Weißes. Ist das ja hübsch. Lieben Dank. Das ist ja süß. Mhm. Das mal an. Schick mal. Ja. Ja, ist hübsch. Und ein kleiner Pilz. Ist ja hübsch geworden. Ein Glückspilz. Ich bin ein Glückspilz. Ja, aber selbstverständlich bin ich eine. Das ist ja niedlich. Ja, sehr schön. Danke. Dann haben wir es wieder rein. Nein, ich will raus. Ja, den stellt ja, mal ab, wenn er raus will. Das so, ja nicht einspielen. So, jetzt kommt aber noch was Feines für die Gabriele. Ja, genau. Ein kleiner Totoro. Oh. Als Notizzettel halte, der ist niedlich. Sollten ne? wir abnehmen? Kannst du mal richtig reinhalten? Ja. Dankeschön. Der ist auch süß, total süß hier. Geworden, ja. Der gefällt mir. Wow, wie der kommt jetzt auf meinen Schreibtisch zu den anderen Notizzetteln, halt, die ich jetzt schon habe. So, liebe Rieke. Zeigen wir nochmal alle Sachen, ne? Wir bedanken uns ganz herzlich ja, für die schönen Dank. Sachen. Das hast du alles toll ausgesucht. Wirklich schön. Achso, das ist hier noch selbst gemacht. Guck mal, dein Fötchen ein bisschen wieder her. Das ist hier noch selbst gemacht. Und ja. Dann haben wir ja noch die gescrapbookten Seiten, ja, die lege ich mal hier so hin. Ne? Ja. Dass man die so mal angedeutet noch sieht. Du hast es ja vorhin schon richtig genau. gezeigt. Und so sind die Sachen auch. Genau, warte mal. Die süßen so, Sachen. Ein bisschen machen, so. Ganz niedlich. Der kleine Pilz, das Röschen, die Fuchsfamilie, hier der Totoro und Seite. Die kleine Single als kleine ja. Schale. Richtig niedlich. Ui, der ist ein bisschen verdreht hier jetzt. Da hast du dir sehr viel Mühe gegeben. Da haben wir uns sehr gefreut, Rieke. Wirklich, sehr schön. Hast du prima gemacht. Mal ein Fötchen noch ein bisschen weiter. Achso, das Fötchen? Ja. So. Das kleine, große Fötchen. So, nun sagen wir Tschüss, ihr lieben Kreativen. Genau, bis gut, zum ihr lieben Kreativen. Nächsten Päckchen. Bis dann. Ciao. Tschüss.